Guten Morgen. Ich bin so fertig. Ich bin irgendwie gegen 2.30 Uhr oder so aufgewacht in der Nacht. Konnte eine Ewigkeit nicht wieder einschlafen bis keine 4, 5 und bin jetzt noch mal aufgewacht. Und schon meine Hüfte voll weh. Ich hoffe, das geht dann gleich weg. Deswegen werde ich wahrscheinlich überhaupt keinen Sport machen. Und da es auch schon um 9 ist, eventuell mir gleich Kaffee oder einen Tee machen und dazu direkt frühstücken. Hab auch ein bisschen Kopfschmerzen. Bin aber gestern tatsächlich auch eher ins Bett als sonst. Deswegen sehr komisch. Aber trotzdem erstmal einen schönen dritten Advent. Und ich werde auf jeden Fall noch ein Plätzchen backen. Das steht fest. Und jetzt erstmal das Türchen Nummer 13 öffnen. Wird langsam weniger. Oh mein Gott. Boah, das ist richtig schwer. Boah. Ich bin so fertig. Ich habe das jetzt irgendwie auch ein bisschen an. Oh mein Gott. Hier sind Zimtstangen und Mandeln und Kirschen und so drauf. Oh, Zimtgranola. Mit Schokolade und gebrannten Mandeln. Finde ich ja richtig interessant. Also letztes Jahr war ja auch Zimtgranola drin, aber ohne gebrannte Mandeln, wenn ich mich richtig entsinne. Deswegen ist es, glaube ich, ein anderes. Meine heutige Challenge, boah, ich bin gerade noch nicht bereit. Wach werden. Ein weihnachtlicher Mug-Cake. Ich glaube, ich habe in meinem Leben einmal Mug-Cake gemacht. Aber klingt nach einer guten Challenge. Klingt nach einer leckeren Challenge. Deswegen gibt es dann heute einen Mug Cake. Passt ganz gut. Ich muss überlegen, was für einen Style wahrscheinlich denn so. Lebkuchen oder Bratapfel. Oh mein Gott, was gibt's denn noch so? Oh, damit Likör. Nevermind. Ich mache einen mit Likör. Oh, vielleicht ein Vanillekipferl. Also richtig vanillig. Dann so ein Schuss Baileys. Oh, das klingt eigentlich richtig gut. Okay. Also heute Mug Cake. Aber ja, ich würde sagen, ich gehe erstmal runter mit Tee machen. Ah, erstmal Schokolade. First things first. Was haben wir denn 13 hier? Mit einem Bonbon. So gut. So, ich habe mir Apfelgott geholt, aber werde gleich drunter gehen zum Frühstücken. Hab auch schon ein paar Ideen für den Mugcake tatsächlich. Ich habe unten die Plätzchen fertig gemacht und die schon mal essen gemacht und auch schon angefangen zu essen. Und werde gleich darunter gehen müssen, die Plätzchen aus dem Ofen holen. Aber ja, mehr ist gerade nicht passiert. Sport habe ich gemacht tatsächlich, aber nicht viel, nur so ein bisschen. Und jetzt entspannen. So, ich habe Food und zwar einfach einen Teller mit Salat, den zweiten veganen Chicken Burger, Chili Peanut Soße, Paprika, Gurke und Tomate. So, ich habe mir gerade einen Lebkuchen-Mug-Cake gemacht mit Schokoladenlikör. Ist nicht ganz fluffig, wie ich dachte, weil ich, glaube ich, doch ein bisschen viel Protein reingehauen habe. Und ja, aber sehr lecker. Also er sieht vielleicht nicht so hübsch aus, aber er ist sehr lecker. Ich habe noch Starksahne und so drauf gemacht, die ist jetzt schon geschmolzen. Und dazu habe ich wieder einen Milchkaffee. Genau. So, ich entschuldige mich mal für das Flackern. Ich habe es gerade schon umgestellt, dass es nicht ganz so flackert im Hintergrund. Aber ich habe jetzt erstmal Essen. Und
werde jetzt noch ein bisschen Film gucken. Habe meinen Vortrag tatsächlich ziemlich durch. Also Grobstift auch alles geordnet. Jetzt bin ich gerade an der PowerPoint und suche da noch Bilder raus. Und ein Video muss ich noch raussuchen. Und ich hoffe einfach, dass es wirklich 10 Minuten sind. Aber es könnte ganz gut hinhauen. Deswegen, juhu. Ja, und meine Switch habe ich mir jetzt nochmal geholt. Und werde dann auch erstmal noch ein bisschen spielen. So, ich habe mir jetzt noch meinen Abendsnack gemacht. Quark mit gefrorenen Himbeeren, Heidelbeeren, Kaffeebohnen und Kaffee-Schokoladen-Müsli von Köln. Und das werde ich jetzt essen. Ich überlege, ob ich noch ein Testvideo abdrehe von den 2 Proteinschokoladen von Premier Protein. Das werde ich dann mal spontan entscheiden. Aber ansonsten war es das bei mir von heute schon. Und ich würde sagen, tschüss und bis morgen.